Hallo und herzlich willkommen hier bei Retro-Sonntag auf kellerkind.org. Und wie ich schon versprochen habe, heute ein absoluter Knaller, Command & Conquer Renegade. Ein oftmals sehr, sehr unterschätztes Spiel und sehr untergegangen. Mit mir heute dabei wieder der Speedy. Hallihallo auch von mir, willkommen zu diesem Retro-Sonntag. Ja. Und ich würde sagen, dann steigen wir doch einfach mal direkt ein. Ich liebe dieses Spiel, ich vergöttere es. Ich hätte mir so gerne das Command & Conquer gewünscht, das Tiberian, wie auch immer es heißen sollte, der Ego-Shooter, der noch kommen sollte, der leider eingestellt wurde, weil hier absolut ein absoluter Knaller. Es macht so einen Spaß, not gegen GDI, auch im Multiplayer. Aber steigen wir doch mal ein. Für diejenigen, die sich wundern, MK wird jetzt in dieser Retro-Syntax-Folge die Kontrolle übernehmen. Und wenn er was falsch macht, blamet ihn! Ja, und ich meine, es sieht auch wirklich nicht schlecht aus. Also dafür, dass es jetzt wirklich schon uralt ist. Imaginäre Stützpunkt. Ruhe. Genau. Es ist viel zu ruhig. Er muss hier in der Nähe sein. Aufklärer 1, hier Eagle-Basis. Was hat die Verzögerung zu bedeuten? Verstanden, Eagle. Noch kein Anzeichen für eine Notanlage. Ja, also wir spielen auf Seiten der GDI in den Missionen gegen die Not und versuchen, ein mörderisches Komplott aufzudecken. Oh mein Gott, eine Rakete! Nein! Ein Hinterhalt von 4 Leuten! Ja. So ist das halt. Du brauchst 4 Notkämpfer, um eine ganze GDI-Infanterie aufzubauen. Die GDI haben sogar noch einen Panzer-Treffen daneben. Oh, yeah. Ja, aber jetzt kommen wir ja. Ja, wir sind Havoc. Genau. Wir schicken Verstärkung. Eine Kommandoeinheit. Genau, das reicht. Alles frei! Klingt, als wären sie immer noch in Schwierigkeiten, Sir. Dann wollen wir mal. So. Los geht's. Achtung, da vorne, links. Hierher, Scharfschützen. What? Achtung, links. Was? Scharfschützen. Ach, da. Wo ist der? Ich kann ihn nicht Augen sehen. Auf, Soldat. Hey, rechts über dir, glaube ich. Hier, Jackson. Ja, so ein bisschen. Zack, 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 zack. Ich treffe den nicht, so. La la la. And still a better story than Twilight. So. Kommt ja noch mehr, kommt her. Tötet den Riddick. Kommt doch und holt es euch. Boom. Rechts. Ich würde aber gerne hier den Scorpion Panzer mitnehmen. Ist aber kaputt. Ist doch egal. Sie setzen Verstärkung ab. Wo? Wo? Ich weiß gar nicht, ob hier unendlich kommen und ich einfach weiter muss. Nein. Schieß das Scheißding ab. Ja, na, kommt, das kostet so viel Munition. So. Sehr schön. So, kann ich jetzt weiter? Jetzt wird, glaube ich, noch dein Panzer repariert und dann kannst du los. Wir schulden ihm was. Toll gemacht. Aufklärer 1 an Eagle-Zentrale. Wir haben Verwundete. Aber ja, da kommt auf alle Fälle ein Ingenieur. Dem Ingenieur ist nicht zu schwören. Das krallte Busy Litzel, Fritzel und zack, ist das Ding wieder wie neu. Ist fast wie im Battlefield, dass du mit dem Schraubenzieher am Panzer reparieren kannst. So, und das ist auch wirklich eins der ersten Spiele, die Verstärkung eingetroffen. Fahrzeuge hatten. So. Aber ich muss jetzt gerade erstmal was umstellen. Moment. Denn
Ich hätte gerne, dass ich das Geschütz mit... Falscher Menüpunkt. Falscher Menüpunkt. Oben. Ah, Steuerung, genau. Waffe? Nee. Ansicht, Maus. Genau. Fahrzeug kann man mit dem Geschütz verbinden. Genau. So möchte ich das doch. So, so lässt sich das nämlich steuern. So, was? Du sollst doch nicht unsere eigenen Einheiten vernichten, du. Ach, ich rechts ist übrigens, links ist übrigens ein Buggy. Jetzt nicht mehr. Schieß den Orca ab, damit du den fliegen kannst. Ach was. Orcas haben Style. Ich brauche keine Orcas. Ich hab einen Panzer. Ja, das Schöne ist halt, es sind halt wirklich 1 zu 1 die Einheiten aus den Strategiespielen. Und da vorne sieht man auch schon den Obelisken. Die Hand von Nord. Achtung, du wirst gleich gefritzelt. Ja. Du wirst gleich übelst gefritzelt. Ach, da passiert gar nichts. Ich finde das auch schön. Also es sind ja wirklich 1 zu 1 die ganzen Sounds. So. Jetzt wird keiner mehr gefritzelt. Los, los! Zerlegen Sie diese Flarak-Stellung vernichtet! Diese Flarak-Stellungen sind Geschichte! Das ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, kann das sein? Ach was. Es gibt keinen einzigen Piloten mehr. Wir haben die Notanlage über GPS erfasst. Ionenkanonen, die sogar entdeckt. Gleich wird's lustig! Den Panzer hätten sie uns geben sollen! Ach, ein Rohr reicht! Ich bin ja immerhin hier Special Forces! Aber ich muss sagen, ich habe früher immer lieber Nord gespielt. Schauen wir uns doch mal die nächste Mission an. Ich bitte die Soundfehler, die zwischendurch kommen, ein wenig zu entschuldigen. Es ist halt ein altes Spiel. So war es halt früher. Ja, da gibt's noch wesentlich interessantere Stellen, wo dann zum Beispiel im Dialog was auf einmal hängt, von wegen soll nur kommen. Aber das macht das Spiel einfach durch seine absolute Coolheit wieder wett. Wo ist mein Orden? Ich bin General Havoc. Ich denke, ein Sir wäre angemessen. Na klar. Wir sind halt so eine richtig coole Sau. Wir haben die verschlüsselten Daten geknackt, die Sie beschafft haben. Truppenbewegungen und Zusammensetzung der Verbände. Alles ziemlich unspektakulär. Aber das hier ist wirklich bemerkenswert. Wie Sie wissen, verfügt Nod über eine Einheit von Elite-Meuchelmördern. Die Schwarze Hand. In diesem Bericht werden zwei Top-Secret-Einsätze der Schwarzen Hand erwähnt. Der eine findet in Guatemala statt, der andere im abgelegenen landwirtschaftlichen Gebiet, dem wir uns gerade nähern. Wir verfügen über praktisch keine Details. Die Nod-Streitkräfte treiben hier Zivilisten in religiösen Konzentrationslagern zusammen. Folter und Gehirnwäsche. Zweifelsohne. Nachdem man mit ihnen fertig ist, bringt die Schwarze Hand sie in ein Gebiet, das wir nicht kennen. Wir haben vor 2 Stunden einen Angriff auf dieses Gebiet gestartet. Er ist gescheitert. In 6 Stunden ist die Verstärkung hier. Sie foltern Zivilisten. Wir können nicht 6 Stunden warten. Schlagen wir zu. 6 Stunden, Captain. Und so lange werden sie abwarten. Sie werden nicht schon wieder Millionen teurer Warum nicht? Mit einem wieder Draufgänger-Einsätze riskieren. Sie sind Teil eines Teams, Havoc, und es wird Zeit, dass Sie sich danach richten. Sind wir uns klar? Sind wir uns klar? Sehr klar. Ich glaube nicht, dass es ihm klar war. Genau, mein Team. Rechte Faust, linke Faust. Eine Verbindung mit General Shepard. Wir hätten diese verdammte Verstärkung schon gestern benötigt. Statusbericht. General, es gibt Schwierigkeiten. Es ist Captain Parker, Sir. Havoc? Er hat ein Luftkissenfahrzeug requiriert. Woohoo!
Alle verfügbaren Unterstützungseinheiten sollen. So geil, in der alten Command-Conquer-Ansicht. Echt super. Das ist so ein geiler Fanservice. Lad, lad, lad. Genau, so. Jetzt suchen wir ein Nott-Gefängnis. Oh mein Gott, hier liegt eine Waffe rum. Alles klar, lieb. Alaska. Yay, eine Diskette. Eine Leiter. Ja, das bin ich. So. Das ist Havoc. Unser Stützpunkt wurde zerstört. Und Nott nimmt Gefangene. Mir nach. Sieht alles ziemlich kaputt aus. Ich wusste es doch. Diese ganzen Militärs spielen den ganzen Tag nur Command & Conquer. Ups. Boah. MK. Ja, Friendly Fire Danke ist ja auch. Haben Sie Captain Duncan schon gefunden? Ich habe gesehen, wie er den Weg hinter dem Bauhof runtergegangen ist. Wir haben einen Orden. Der gibt uns mehr Gesundheit. Olle. Genau, so was Orden hier immer tun. Wir haben jetzt soeben einen Kopfschuss verpasst, wird so losgelegt. Achtung! Hallo! Gemäue! Hier drin! Gib uns Gutes deine Gatling. Nott rückte mir schon ziemlich dicht auf die Pelle. Ich habe etwas ganz Besonderes, das ich beschützen musste. Der Prototyp eines Zielmarkers für die neue Ionenkanonenplattform im Orbit, an der die GDI arbeitet. Prima geeignet zur Zerstörung größerer Gebäude. Sobald der Marker platziert ist, bleiben noch genau 10 Sekunden, um in sicherer Alles Entfernung klar, zu gelangen. Ich so, muss mich um eine Männer kümmern. Viel Glück. Ja, aua, aua, aua. Geh nochmal in die Hütte rein und hol dir mehr Rüstung. Nee, da ist nur noch Gesundheit. Ach, verflucht. Rüstung war schon alle. So. Nicht mehr lange. Hallo, lieber Panzer. Dass denen das sowas dann überhaupt nicht juckt, dass da eine. Ich bin einfach zu schnell. Nutze es! Ups. Ah, wo bin ich? Ach, da. So. Du hast keine Ammo mehr. Ach so, war das jetzt nur für die drei Leute da oder was? Ja. Wie langweilig. Es ist halt noch eine Einführung in gewisser Weise. Wie langweilig. So. Ja, ja. Ihr Kanonenschiff Tango, wir stehen unter schwerem Beschuss durch Nordgeschütztürme. Alle verfügbaren Einheiten bitte antworten. Schalten Sie die Geschütztürme aus, um das Kanonenboot zu beschützen. Yay, C4! Benutzen Sie es auch. Kein Schiff hier? Ich glaube, das liegt daneben. Nee, das ist Gesundheit. Gegnerische Luftanheiten geortet. Nein. Da auf dem Boden. Ah, du bist natürlich mitten in die Flamme reingerannt, statt links daneben, wo das C4 war. Klick! Nicht einfach schmeißen. Ja, ich hab's gemerkt. Ist schon ein wenig her. Klick! Dumm. Ja! Panzer! Ich begrüße mich. Panzer! Panzer!
Alter! Ihr Panzer sollte sich jetzt am Strand befinden, Havok. Viel Spaß damit! Eben hat er sich noch beschwert, dass wir Multimillionen Dollar teure Ausrüstung zerstören und jetzt gibt er uns einfach mal so zum Spaß einen Panzer. Der kann sich ja auch nicht entscheiden. Panzer. Ich glaube nicht, dass du das zerstören kannst. Ich glaube auch nicht, dass ich hier lang komme. Da hinten durch den Tunnel. Meinst du? Meine ich. Dann haben wir doch durch den Tunnel. Da kommt der LKW nicht so in den Becher, sondern in den Mixer. Bedenke, du hast nur 999 Schuss. Nein, unendlich. Deswegen steht da 999. Das war fies. Brauche ich das? Ich glaube nicht, dass das die richtige Richtung ist. Da ist eine Flak, zerstör sie. Da ist noch eine Flak, zerstör sie auch. Das ist eine MG-Stellung, ist doch alles langweilig. Oh. Wie man hier sieht, man kann das Spiel auch im Third-Person-Modus spielen, aber mir gefällt das First-Person wesentlich besser. Da ist noch eine MG. Nicht mehr. Da kommst du nicht durch. Das habe ich aber auch schon geschafft. Du bist befeuert. Ja, ja. Oh, du wirst voll ausgerüstet. Das heißt, es wird jetzt ganz, ganz schlimm. Genau, es kommt bestimmt ein Boss. Ja, ja. Du hast, glaube ich, einen Raketenwerfer, oder? Nein, das finde ich auch. Auch kein C4 mehr. Nö. Yep. Oder werde ich bestimmt hier oben drin versorgt? Ach ne, da kommen wir wahrscheinlich raus als Abkürzung. Ah ja. Du kriegst sogar noch einen Flammenwerfer. Den hast du nicht getötet. Ich weiß. Da hoch. Schon da. Nichts gedroppt. Sowas. Du. Für diejenigen, die sich jetzt denken, boah, ist das einfach, bitte bedenkt, das ist im Prinzip noch als Tutorial zu verstehen. Das wird hinterher noch viel schwieriger. Ja, da gibt's stellenweise Missionen, da habe ich ganz schön gekotzt, aber hier das mache ich im Schlaf. Hallo? So. Ich glaube, das ist nicht dafür vorgesehen, dass du es so machst. Ist egal, es funktioniert. Du siehst mich einfach nicht. Zack. So, dann nimmt man doch. Ich denke, den Buggy wirst du auf die Weise nicht erledigen können. Sehr schön. Verstärkungen sind unterwegs. Das war blöd. Ach was.
So, jetzt setzen wir unseren Ionenkanonenzielsucher, aber erst holen wir noch mal ein bisschen Rüstung. Jungs, ihr macht das hier draußen schon. Diese roten Punkte sagen mir, dass hier drin viel Spaß auf uns wartet. Aha, alles klar. Wir könnten mal den Flammenwerfer ausprobieren. Boah. Du Monster. Ja, so ist das. Heiße Party. Das ist die Hauptkontrollstation. Lamm. Zerstören Sie es und du sollst sie mit C4 oder mit was weiß ich zerstören. Ich möchte aber jetzt hier eine Ionenkanonenziel so setzen. Ich glaube nicht, dass der hierfür vorgesehen ist. Du hast 10 Sekunden, um deinen Arsch rauszubewegen. Ich glaube, der ist für eine andere Position ausgelegt. Nee, nee, das passt schon. Spring! Flammenwerfer! Mindestens genauso effektiv. Okay. Tschüss. Oh, guck mal. Bauleinheit vernichtet. Oh. Den kriegst du nicht so leicht kalt. Lebenspunkte, Junge, Lebenspunkte. Ach, brauche ich nicht. Überbewertet. Ja. Alles im Arsch. Alle putt. Aha, hier geht's nicht hoch. Ich glaube, hier sollte ich auch gar nicht rein. Hä? Warte mal. Nee. Du musst irgendwas in 130 Meter Entfernung finden. Ja, das sieht so aus. So. Ammo. Zack. So. Ich glaube, ich muss hier oben auf den Berg. Der Berg ruft. So ungefähr. Sollte vielleicht jetzt doch ein kleines wenig auf meine Lebenspunkte achten. Hallo, Kane! So. Aha. Frieden. Ja, ich bringe euch wieder. Das hier ist alles Kommunikationszentrum, aber irgendwo gibt es einen Hauptcomputer, den man vernichten kann. Ja, nein, das ist wieder oben. Ich merk's. Schreckliche Waffen mit unglaublicher Zerstörungskraft über den Rohstoffvorräten dieses Landes in Position. Da die GDI über die Fähigkeit verfügt, Länder wie Frankreich oder Großbritannien einfach so auszulöschen, wenn es ihnen in den Sinn kommt, ist es wie ein Wunder. Oh, das war auch passend.
Trotz ihrer Versuche naht ihre Gräuel. Erst die Einheiten. Ja. Die können doch nicht. So, komm, stirb! Das war so oft gespielt. So, aber das waren die ersten zwei Missionen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß dabei. Und ich würde sagen, im nächsten Retro-Sonntag wollen wir uns ein bisschen Multiplayer noch angucken. Wir werden sehen. Lasst euch überraschen. Alles klar. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.